Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ja, ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen. Wir waren wieder bei Aldi, also Restpostenverkauf, aber nicht nur Aldi, auch was von Amazon ist mit bei und was von Thomas Philips. Ich würde sagen, mit den beiden Sachen fange ich erstmal an. Einmal habe ich mir bei Aldi, ach Quatsch, bei Amazon ein neues Schloss für das Fahrrad gekauft. Ich habe das andere zurückgeschickt, weil das zu dünn war. Von Abus. Das hat Sicherheitsstufe 8. Ja, für einen roten Baron. Das ist 111, nee, 110 oder 111, 110 cm war sie. 110 cm lang. Dann waren wir bei Thomas Philips. Da habe ich mir neue Weihnachtskerzen geholt für einen Weihnachtsbaum. Ja, ist ja bald wieder soweit. Und die waren im Angebot. Was habe ich bezahlt? 19 Euro, war? 14 Euro? Ne, 19 Euro habe ich bezahlt, glaube ich. Für 60 LED-Leuchten. 19 Euro. Und kann euch die ja mal kurz zeigen. Die sehen dann so aus wie richtige Kerzen. Also, und das sieht auch so aus, wenn der Kerzenwachs runterläuft. Weil Fotja sind mal drei Lichterketten kaputt, war? Die Originallichterkette, was aussieht wie Kerzen, ist kaputt gegangen. Dann habe ich habe ja normale Lichterketten hoch und so. Davon ist mir eine normale kaputt gegangen, dann ist die bunte kaputt gegangen und die mit den Kugeln ist kaputt gegangen. Keine Ahnung, da war noch, kann auch nicht am Strom liegen, weil es waren nicht alle per Strom. Einige waren per Batterie, aber alle hat es hochgerissen. Und dann hatte ich aber noch eine, Gott sei Dank, da, die funktioniert hat. Jetzt muss ich das hier irgendwie halbwegs wieder zukriegen. Ja, ey. Oh, ist das scheiße. Ich habe das nämlich da überprüfen lassen, dass das richtig läuft. Und da haben die das hier falsch eingepackt. So, jetzt geht's aber wieder. Und da haben wir jetzt geholt hier mit LEDs. Ja, weil ich finde die halt schöner als einfach normale LEDs oder so ein Lichterband, was man da rumpackt. Das ist traditioneller mit den Kerzen. Ist zwar nicht mein Feiertag, den ich so mit sowas eigentlich verbringe, aber für meine Tochter mache ich das. Für mich stelle ich wieder einen Juleuchter auf und da will ich dann aber schon richtige Kerzen haben und nicht nur so LED, ihr Bamsel. So, dann hat meine Frau geholt. Das hatte ich gar nicht gesehen. Für einen Ordner so zum Einlegen. Bei McGuides hat sie das geholt. Weil ich meine Ordner gerade neu mache. So, das war soweit auch schon von Thomas Philips und Amazon. Ach, bei Amazon habe ich noch Red Dead Redemption 2 vorbestellt in der Ultimate Edition. Das kommt aber halt erst dann, wenn Red Dead Redemption rauskommt. Also nächsten Monat, 20. Oktober. Ich denke mal, ich werde es auch am 20. Oktober kriegen. Da sind 28 DLCs mit bei für Online, für Offline. Ich packe euch den Link auch auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung. Hat gekostet 99 noch was. Plus 5 € 18er Zuschuss. Ist aber immer noch billiger als da, wo ich sonst so eine 18er Spiele hole. Und soll in Deutschland wohl auch ungeschnitten rauskommen. Deswegen habe ich es bei Amazon geholt. Sonst hätte ich es bei Gamesplay.at geholt. Da kostet es 110 €, kommt aber kein 18er Zuschlag drauf. Und da bin ich jetzt trotzdem noch bei 105 und habe 5 € gespart. Also von daher. Achso, und dann kommen noch 3 Blu-rays. Also eigentlich 7 Blu-rays. So, 7 Blu-rays. Da war bei Rebuy so ein geiles Angebot mit Gratis-Versand. Da habe ich jetzt die Quadrologie von Taxi bestellt, wo meine Frau dann durch muss. Die muss mit mir gucken. Dann, er ist wieder da und der Patriot mit, wie heißt der Typ? Mel Gibson, weil der fehlt mir noch eine Sammlung. Und im November, ich glaube am 15. November, kommt nämlich Taxi 5 raus, den werde ich mir nächsten Monat vorbestellen. Und dann werden wir dann so einen Taxi-Marathon machen oder halt so in so 1, 2 und nächsten Tag 3, 4. Und dann im November, dann ist er darauf vorbereitet. Meine Frau ist schon total begeistert. Also sie sagt bis jetzt nein, aber da muss er wohl durch. Und dann werden wir schön Taxi gucken. Ist aber auch der neue Taxi 5 ist nicht mit den Originalschauspielern von 1, 2, 3, 4. Der Kommissar ist wieder mit bei.
Der farbige ist mit bei und die anderen habe ich alle so im Trailer nicht gesehen. Und irgendwie finden sie das Taxi in irgendeinem Container. Total verstaubt. Also ich bin mal gespannt. So. Dann haben wir heute bei Aldi geholt. Küchenreiniger Bio. Ja, könnt ihr ja raten, wer das geholt hat. Ich sag nichts. Dann haben wir nochmal Lappen geholt. Also Schwamm. So Topfschwamm ist das. Dicke gelbe. Hat meine Frau geholt. Da werden wir aber 50-50 machen. Hälfte für mich, Hälfte für sie. Und sie kriegt von mir die Hälfte von den Kleen. Ja, weil ich habe so viel von den Kleen. Ich brauche halt nur dicke. 40 Cent hat das. 40 Cent haben die gekostet. Das große Paket mit. Wie viel sind da drin, Hase? 10 Stück. 40 Cent. Dann hat meine Frau für unsere Tochter und für sich halt noch Bügel gekauft. Für das Kinderzimmer und halt ja, für ihren Kleiderschrank, der ziemlich groß ist, 1,50? Mhm. 1,50 hat sie dafür bezahlt. Und dann haben wir hier noch Laminierfolie, Mensch, ich komme nie auf den Namen. Laminierfolie geholt für die wichtigsten Dokumente und ja, dass das halt laminiert ist, dass das halt gut aufgehoben ist. Ich mach das mal alles dann wieder drin, Hase, dass wir das dann gleich hochbringen können zu dir. Dann hat sie sich eine Hose geholt, Fashion-Hose, die total fashion aussieht. Ich zeig euch gleich mal die Frau, die das anhat. Für zu Hause, hat sie gesagt. Na, ich erinnere dich dran. Ja. So sieht das aus. In der Größe 44. Damit die Wampe reinpasst, sagt die Frau. Das ist nicht Wampe, das ist der Schwangerschaftsbauch. Dann hat sie hier geholt eine Double-Face-Jacke. Was ist eine Double-Face-Jacke? Double-Fleece. Was ist eine Double-Fleece-Jacke? Wahrscheinlich von außen und von innen Fleece. Hier steht aber nicht Fleece, hier steht Face. F-A-C-E. Ja, da steht Face. Double Face, siehst du? Kann sie vielleicht umdrehen. In Größe L. Also nicht Double Fleece, sondern ich kann euch das zeigen. Da steht, wo steht's? Double Face Jacke. Ja, und mich maut sie noch auf dem Weg an. Das ist Fleece, nicht Face. Siehst du, habe ich so ja recht gehabt. Ich sag euch, habt ihr eine schwangere Frau zu Hause, habt da Spaß. So, jetzt kommt das nächste. Da habe ich mir geholt, habe ich schon ausgepackt, ein Keilkissen, kann man das sehen, für einen PC-Tisch, also PC-Stuhl. Habe ich auch schon getestet, Frau hat es auch getestet, sitzt sich sehr angenehm, kann man hier auch dann mit Reißverschluss aufmachen und waschen, ist echt cool. Wenn ihr euch wundert, warum mein Bildschirm da steht, da. Ich habe einen Bildschirm zum Testen in WQHD von LG. Der steht schon da. Da habe ich auch schon Videos gemacht. Die muss ich noch planen. Also entweder sind die jetzt vor dem Video online gekommen oder kommen danach online. Je nachdem, wie ich es schaffe. Weil jetzt ist ja mein PC wieder da. Boah, Scheiße, hast du Steine drin? So. Servietten mit Flamingos drauf. Da konnte meine Frau nicht dran vorbeigehen. Aber ich wollte unbedingt, dass sie, weil ich hatte mein Geld nicht bei, ich wollte unbedingt, also nicht so viel Geld bei, ich wollte unbedingt, dass sie so ein Hüpftier, so ein Gummihüpftier kauft für 7 Euro. So ein schwules Einhorn. Silbern ist das oder weiß mit so und bunter Mähne. Das wollte sie nicht. Für unsere Tochter das nicht. So, dann Baumwollleggings, Größe L. Hat meine Frau geholt. Weil die muss ich gerade mit ein paar Klamotten eindecken, jetzt für, was sie wintermäßig anziehen kann. Jetzt konnte sie immer noch Kleider anziehen. Aber das Wetter ist jetzt halt nicht mehr für Kleider geeignet. Also brauchst du unten drunter eine Leggings. Und die passt in ihre Sachen, die sie vor der Schwangerschaft hatte, eigentlich gar nicht mehr rein. Oder hast du noch irgendwas, wo du reinpasst?
Die Jacke passt noch. Die Jacke passt noch, aber sehr spannend. Also sieht aus wie durch einen Tannenbaumtrichter jetzt hängt. Dann hat sie sich geholt Topflappen. Einmal Topfhandschuh und Topflappen in rosa-weiß. Ja, mit irgendwelchen Süßigkeiten da oben drauf. So. Dann feuchte Glastücher? Mhm. Was willst du mit feuchten Glastüchern? Na, kurz mal über die Armaturen rübergehen. Feuchte Glastücher. Warte, jetzt muss ich hier mal erstmal gucken. So. Nicht, dass ich die Pfand durcheinander bringe. Aktiv weiß. Antifarbe hat er hier. So. Also, dann haben wir hier. Also, wenn wir hier bei mir waschen. Meine Frau passt ja bei ihrer Wäsche auf. Also, ich bin Mann, ich mache Rinn, 40 Grad, Waschmittel Rinn, Feinwaschmittel und fertig. Ich bügel ja auch nicht. Deswegen hat sie geholt, hat sie gesagt, dadurch ist es dann besser für die Klamotten. Einmal aktiv Weißtücher. Da soll Weiß wohl weißer werden als Weiß. Also eigentlich durchsichtig. Ohne Grauschleier. Dann können wir mal einen Pullover damit mal machen. Dann Antifarbtücher. Also da soll dann praktisch Farbe aufgenommen werden. Achso, die können ja hier unten, bleiben wir hier unten. So. Achso, die müssen wir dann auch noch. Moment, das kommt dann später. Das. Achso, da kommen wir später noch hin. Hast du davon nur eine Packung? Ja. Was sind das? Feuchttücher. Feuchte Toilettentücher. Damit es am Arsch nicht wehtut. 25 Stück pro Beutel und 1, 2, 3, 4, 5 Beutel sind es. Unten oder oben? Können wir teilen. Ja, dann bleibt es hier unten. So, wartet. Muss ich das hier noch? Dann haben wir zweimal geholt. Ist aber auch toll zusammengeklebt hier. Ja, das sieht man jetzt hier nicht, aber das ist halt fettlösender Backofenreiniger. Ja, also da kann man dann also mit diesen feuchten Tüchern den Backofen reinigen. Einmal für Schatzi, einmal für mich. Da ist er fettlösend, Backofen. Also wie es ist, wissen wir noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Dann haben wir nur normale Fettlösertücher. Die sollen nicht Fett lösen, wenn da jetzt Fliesen, Küche und so weiter, alles, wo ja Fett immer spritzt, haben wir zweimal. Einmal für mich, einmal für Schatzi. Dann haben wir antibakterielle Kühlschrankreinigungstücher. Einmal für mich, einmal für Schatzi. Ja, das ist halt, keine Ahnung, antibakteriell ist, dass da keine Bakterien sind. Aber Bakterien braucht man doch, das macht doch Widerstand. Ja. So, dann habe ich ein Hausaufgabenheft für meine Tochter geholt. Die hat zwar jetzt ein Hausaufgabenheft, aber das nächste Jahr kommt. Also Ende nächstes Jahr, aber ich habe ja meine Tasche, ich habe ja so eine Schultasche, also so eine blaue Tasche und da habe ich etliche Ersatzzeug für meine Tochter. Also die hat einen komplett fertigen Rucksack, logischerweise brauche ich es ja für die Schule. Und dann habe ich da Ersatzpatronen, Ersatzbleistifte in verschiedenen Stärken. Ich habe auch Ersatzlineale mit bei, also 30, 10, 15... Und dann so ein Geodreieck habe ich auch auf Reserve. Ich habe auch einen Zirkel auf Reserve, falls ihr Ding schreddert. Ich habe auch noch eine komplett neue Federtasche auf Reserve. Füller habe ich auf Reserve. Was habe ich noch? Feinliner habe ich auf Reserve. Die brauchen grüne Feinliner, wenn sie irgendwas markieren wollen. Da habe ich auf Reserve. Buntstifte habe ich auf Reserve. Dann arbeiten sie mit im Kunst mit Tuben. Wer ist denn die Ölfarbe? Nee, keine Ahnung. Nee, ist Pastell oder keine Ahnung, irgendwelche Tuben. Und davon habe ich auch auf Reserve und was habe ich noch? Und ein großes Deutschheft, ein kleines Deutschheft, ein großes Matheheft, ein kleines Matheheft.
ein kleines mit Linien, ohne Linien und ein großes ohne Linien und glaube Musik habe ich auch noch. Und ein Block kariert, ein Block mit Linien, ein Block, wie sie jetzt haben, mit diesen für kleine, also die haben ja nicht die normalen, einfach eine Linie fertig ist, sondern mit diesen drei Linien da. So, das habe ich auch noch auf Reserve. Und falls sie nochmal einen Ordner braucht, habe ich auch zwei, drei Ordner auf Reserve und einen weißen Block mit Löchern und also alles auf Reserve. Also wenn was ist, ich brauche mich da nur an meinem bedienen, weil meine Tochter kommt dann schon gerne mal an. Wir sitzen abends beim Abendbrot. Ja, Papa, ich bräuchte noch das. Boah, ist ja gut. Wo holst du denn das jetzt her? Und deswegen habe ich alle lieber auf Reserve. Und wenn was ist, brauche ich da nur ran. Und sobald ich das da rausnehme, wird das dann, so wie ich eine Stadt bin, wird das halt wieder nachgefüllt. Deswegen einmal Hausaufgabenheft. Dann ein Vokabelheft habe ich für sie geholt. Weil das braucht ihr ja für Englisch. So, ach so, dann kommen wir ja da noch dazu. Warte mal, das kommt dann gleich zum Schluss. Das kommt zum Schluss. So, dann hat meine Frau sich geholt Auflaufformen. Kleine Auflaufformen. Für eine Portion. Warum, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Da waren nur Vierecke, die, da hätte man nicht besser reinpacken können, aber sie musste unbedingt die Runden sein. Ach, die meisten ihrer Förmchen sind oval. So, dann habe ich mir neue Bretter für den Frühstückstisch geholt. Oder Mittagstisch, Abendstisch, ja. Neue, ganz normale Bretter in grün und in rot, jeweils zwei Stück. Weil meine sind immer komischerweise immer weg. Also entweder sind eins wie im Abwasch und eins wie hat meine Frau gerade im Gebrauch, weil sie sich irgendwelche Obst- und Gemüsedreckzeug macht. Und dann muss ich immer das von meiner Tochter nehmen, das mit irgendwelchen Zeug drauf. Und deswegen habe ich jetzt nochmal vier geholt und da hoffe ich, dass diesmal was für mich da bleibt. Dann habe ich geholt Mikrofasertücher. Die hatte ich ja schon ein paar Mal geholt, aber da steht Bad, Möbel, Glas, Staub und Küche drauf. Und die haben alle eine andere Struktur. Ich mach mal nah ran, dann könnt ihr das sehen. So, hier. Und da dann halt. Seht ihr das mit den kleinen? Oh, die habe ich mir geholt. Und jetzt kommt das Beste. Ich habe, also so an sich das Beste. Ich habe mir geholt, Kaffeebecher to go. Und zwar für das Auto, wenn wir dann wieder mal nach Polen fahren oder. Ich habe ja schon so wackelfesten, einen großen, aber ich bräuchte halt dann noch einen zweiten für unterwegs, weil mein Pott, den lasse ich immer zu Hause. Und deswegen habe ich gedacht, hier, nimmst du die mit, hast du einen großen, einen kleinen. Ne, und dann steht auch was Lustiges drauf. Ich kann kein Englisch, meine Frau hat es mir vorhin übersetzt. So, das ist meins. Meine Frau musste das auch haben. Ich habe es zuerst gesehen. Du hast es zuerst gesehen? Ja. Ist ja egal, ob du zuerst gesehen hast. So. Wieder komische Flamingos und in, ja, Türkis. Meine Frau trinkt aber keinen Kaffee. Die würde früh auch keinen Tee trinken. Jetzt hat sie gesagt, ja, das ist für warme Milch oder Kakao. Sag ich, ja, und dann nimmst du warme Milch oder Kakao mit nach Hause, mit unterwegs. Was sie sowieso nicht macht, weil die sich immer eine Flasche aus dem Kühlschrank mitnimmt oder vom Sixer Wasser, was in der Küche steht, nimmt sie immer eine Flasche und dann macht sie unseren Sirup drin. Das nimmt sie mit. Und dann bleibt die Hälfte der Flasche noch im Auto liegen und dann beim nächsten Mal Autofahren, oh ja, lecker, schmeckt nicht mehr. Und deswegen hat sie sich das geholt, weil sie ja so viel Milch trinkt. Warme Milch. Also ich bin jetzt mit meiner Frau über 2 Jahre zusammen. Was lasst du da? Ist doch so, wir sind über 2 Jahre zusammen. Ich bin mit ihr über 2 Jahre zusammen. In diesen über 2 Jahren habe ich meine Frau Milch trinken gesehen. Einmal, um zu kontrollieren, ob sie noch gut ist. Und Kakaomilch habe ich sie noch gar nicht trinken sehen. Tee 2-mal, wo sie diesen Lemon Cheesecake Tee gekauft hat sie 2-mal Tee getrunken und 2-mal, wo sie krank war, Pfefferminztee.
Das war's in 2 Jahren, was sie an Milch, Schokomilch können wir weglassen, oder Tee getrunken hat. Was anderes Warmes kommt eigentlich nicht in Frage. Punsch, Früchtepunsch darf sie ja, also ohne Alkohol. Den können sie da reinmachen. Was ich aber auch nicht glaube, dass sie das da reinmacht. Aber naja, es sind Flamingos drauf und die musste man natürlich haben. Nicht wahr, Schatz? Ich bin mal gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden, wann meine Frau da denn mal was mitmacht. Wenn wir zum Beispiel nach Polen fahren könnte, was sie nicht machen wird. Wenn wir zu Schwiegermutter nach Berlin fahren, da könnte sie was reinmachen für den langen Weg nach Berlin. Weil da sind wir ja über eine Stunde unterwegs. Was sie nicht machen wird. Aber sie hat's und es sind Flamingos drauf. Muss man unbedingt haben. Warum? Ich weiß nicht, was meine Frau, seit sie schwanger ist, mit den Flamingos für ein Faible hat, aber sie kann an keinen Flamingos vorbeigehen. Ich weiß es nicht. Was ist es damit, Hasi? Das war es doch früher nicht so. Seit die schwanger ist. Oh, Flamingo! Und ich schwul ist einer? Ja, für Juna. Für unsere Tochter. Ja, das ist ein Mädchen und die braucht Einhörner. Das ist halt so. So, das war's auch. Ja, achso, hier kann ich euch noch die Verpackung zeigen. Also wir haben diesmal das von den Keilkissen. Wir haben diesmal wirklich wenig ausgegeben. Was haben wir denn ausgegeben? Alles zusammen. 70 Euro haben wir diesmal nur ausgegeben. Aber wir wollen morgen nochmal hin, weil meine Tochter muss da in der Nähe zum Arzt. Und dann wollen wir da morgen nochmal hingucken, weil da gibt es ja andere Zeug. Und ich hoffe ja, dass dann aus irgendwelchen 4 Jahren vielleicht immer noch irgendwo die Holzplatten sind, dass ich noch 2x Holzplatten mir holen kann für den Balkon. Denn ich habe 2 Packungen unten im Keller, jetzt fehlen mir noch 2. Und dann kann ich meinen Balkon auch schön machen, dann habe ich unten schön Holz getäfelt sozusagen. Abwarten, Tee trinken. Vielleicht wird die Kindermatratze auch nochmal Billard. Wir hatten letztes Jahr so eine Kindermatratze geholt für das Kinderbett. Babybett, 30 haben wir bezahlt. Die war jetzt für 20 da. Jetzt hoffen wir ja, dass morgen vielleicht noch 3, 4 da sind. Und dass sie sagen, ach, Edith, hier raus muss er, raus. 10 Euro. Und da hoffen wir, dass wir für 10 Euro dann nochmal eine Ersatzmatratze schießen können. Weil für 10 Euro, da nehmen wir natürlich eine Matratze mit, war sie. Beim Kaffeeservice waren wir beide am Überlegen, ob wir noch ein Kaffeeservice holen, oder? Passend zu unserem Tafelservice. Was war noch? Was wollten wir noch holen? Also beim Gefrierschrank waren wir überlegen, aber der war nur wie viel Liter? 107 Liter. Ja, da sind wir noch nicht so sicher, ob es vielleicht zu klein ist und so. Und ich wüsste ja nicht, wie ich es in mein Auto hinkriege. Müsste ich von meinem Bruder das Auto mir leihen. 95 Euro. 95 Euro nun. Da sind wir am Überlegen, weil den könnten wir dann prima in den Keller stellen für aufbewahren von Sachen, was man halt sowieso nicht jederzeit oben braucht. Zum Beispiel, ja, was weiß ich, Brot eingefroren und so. Und dann können wir oben die Kinder essen, weil Frauchen will ja dann kein Fertigzeug, die will ja dann selber kochen für unsere Tochter. Und wenn sie dann arbeiten ist, dann muss ich ja warm machen und dann, dass das dann alles läuft irgendwie. Ja. Dampfgarer haben wir noch bei Lidl geholt. Siehst du, den haben wir noch nicht hier unten. Wir haben noch einen Dampfgarer für 25 Euro, wa? Nee, 17,99 Euro. 17,99 Euro. Mhm. Haben wir bei Lidl einen Dampfgarer geholt mit drei... Mit 3 Etagen übereinander stapelbar. 3 Etagen übereinander stapelbar. Hast du schon getestet? Das ist das Zwischenstück mit bei? Nee, die passen aufeinander. Die haben verschiedene Aussparungen. Achso, die passen aufeinander und sie sind verschieden groß. Achso, okay. Also verjüngen sich nach oben hin. Okay, das haben wir nämlich noch bei Lidl geholt und wir wollen jetzt nochmal zu Lidl, weil wieder Babysachen da sind. Und was war noch? Chicken Nuggets im Kilo für 4,99. Achso, ja, und die haben gerade Chicken Nuggets im Angebot, ein Kilo für 4,99. Und da müssen wir zuschlagen, weil sonst holen wir immer 500 Gramm waren das, wa? 500 möchte ich sagen, sind da drin. Für 2,99. Ja, 400, 500 Gramm für 2,99 holen wir sonst immer, weil Chicken darf ich halt essen. Und da ist jetzt ein Kilo drin für 4,99. Und da müssen wir zuschlagen, aber haben wir gar keinen Platz mehr für. Da oben habe ich. Oben hast du noch Platz. Gut, Frau hat oben bei sich Platz. Und Kindersachen wollen wir noch holen. Die haben auch Wasserspielzeug jetzt bei Lidl für 4,99 oder so, wa?
Und das wollen wir halt auch noch holen. So, dann würde ich sagen, dann wartet für jetzt. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zu Lidl. Wenn überhaupt schon offen sein sollte, weil wir haben heute bei uns hier Stromausfall gehabt. Also bei mir hier oben in meiner Region ist jetzt wieder Strom. Im Stadtkern ist kein Strom. Alle Geschäfte sind dunkel. Lidl, Aldi, überall ist die Tür offen. Und dann steht dann so ein Wagen davor und dann mit so einem Schild, heute nicht, heute Strom weg, wa? Geh du nach Hause. Und jetzt hoffen wir, dass Strom wieder da ist. Und dann können wir nämlich zu Lidl einkaufen gehen, weil wir waren ja schon bei Lidl. So, aber nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier einen Cut. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen sehr freuen. Nicht wundern, dass ich jetzt hier im Axel bin, weil es wegen dem T-Shirt, wegen dem Tattoo. Ja, ich hatte jetzt vorhin Pullover an und ist ein bisschen viel abgegangen und muss ich gleich wieder anziehen. Habe es extra nochmal eingecremt. Aber ich schweife schon wieder ab. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Heute Abend mache ich auf jeden Fall einen Livestream. Also, wenn ihr das Video seht, habe ich den Livestream schon gemacht. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.